Elfter Spieltag in der Penny DL. Iserlohn Roosters gegen Krefeld Pinguine. Mit einer kleinen Verzögerung. Am Anfang musste noch mal das Plexiglas repariert werden. Iserlohn mit einem Neuzugang. Joel Lowry mit seinem ersten DL-Spiel. Und Krefeld mit Interimscoach Boris Blank. Rein ins Spiel. Die erste gute Gelegenheit. Toller Pass von Taro Jens für Whitney. Und der fackelt nicht lange. Der Goalgetter der Iserlohn Roosters mit seinem achten Treffer. Zunächst Krefeld im Vorwärtsgang. Bis dahin ein gutes Spiel der Gäste. Dann aber Taro Jens mit diesem tollen Pass in die Spitze. Und Whitney stiehlt sich gegen Konstantin Braun im Zweikampf davon und lässt Sergei Belov im Tor der Pinguine keine Chance. 9. Spielminute, 1:0 für Iserlohn. Auftakt nach Maß. Aber die Krefeld-Pinguine mit einer schnellen Antwort. Schimanski holt sich den Rebound und lässt Andi Jenecke keine Chance. Tolle Vorarbeit von Alex Blank und Arthur Tianulin. Und Schimanski hat leichtes Spiel, überwindet Jenecke 1:1 der Ausgleich. Dann Strafe gegen Iserlohn angezeigt. 6 Krefelder gegen 5 Roosters. Und es schlägt ein erstes Auswärtsüberzahltor für Krefeld in dieser Saison und erstes DEL-Tor für Verteidiger Christian Bull. Die ersten 20 Minuten vorüber. Jason O'Leary, Iserlohns Trainer, nicht zufrieden mit dem Spiel seiner Mannschaft. Dann Bappert aufgrund dieser Szene auf der Strafbank für Krefeld. Bis dahin Iserlohn mit 39% Überzahlquote zu Hause. Und auch dieses Überzahlspiel läuft hervorragend. Jens zurück auf Johnston, der rüber auf Aubert. Und der wundert sich, dass er ein fast leeres Tor vorfindet. Zieht einfach ab und trifft natürlich Brent Aubert mal wieder in Überzahl. Der Ausgleich für Iserlohn in der 25. Minute. Wieder mal ein Überzahltor für die Roosters. Und die Antwort der Pinguine, die folgt prompt. Wieder Tianulin und Alex Blank. Klasse gespielt, frech gespielt. Die 26. Spielminute, das 3:2. Krefeld zeigt sich unbeeindruckt vom Ausgleich der Gastgeber. Immer noch das zweite Drittel. Die Roosters mit dieser Riesenmöglichkeit für den Neuzugang, für Joel Lowry. Aber was für eine Traumparade von Belov. Hier aus nächster Entfernung entschärft er diesen Schuss. Krefeld im zweiten Drittel immer noch auf dem Weg nach vorne. Ganz stark, ganz gefährlich, mit vielen guten Ideen und wieder mit Arthur Tianulin. Die Vorarbeit für Klöpper, das 4:2, die 32. Minute. Toll gespielt, frech gespielt, direkt gespielt und das wird belohnt mit einem weiteren Treffer. 40 Minuten gespielt, ein klasse Auswärtsspiel der Mannschaft von Boris Blank. Dann wieder Iserlohn zu Beginn des dritten Durchgangs mit der gewohnten Reihe, mit Grenier, mit Whitney und mit Bailey. Und Bailey, der lässt hier krachen. 9. Saisontreffer für Casey Bailey. Das 3:4. Iserlohn kommt ran, die 45. Spielminute. Und was macht Krefeld? Krefeld sucht die Antwort und findet sie ganz schnell. Lauren Braun mit dem Schuss von der blauen Linie. 46. Spielminute und hier sieht man gut, der Schuss wird abgefälscht von Philipp Riefers, einem ehemaligen Krefelder, natürlich unbeabsichtigt. Jenecke ohne Chance, wieder 2-Tore-Führung für Krefeld und am Ende nimmt Iserlohn noch den Torhüter raus und das endet im Empty-Net-Goal von Tianulin in der 59. Spielminute und Iserlohn hatte heute nicht den besten Tag. Ja, das war heute so der Fall, weil wir, glaube ich, von Anfang bis Ende nicht bei 100% waren. Wir haben viel zu viele Scheiben weggeschmissen, leicht hergeben, vor allen Dingen an den blauen Linien, an der eigenen, an der gegnerischen. Und ja, alles, was sie gemacht haben, ist genau darauf gewartet. Wir haben schwere Zeiten. Wir haben 9 Niederlagen am Stück gehabt. Und
Die Stimmung in der Mannschaft war aber immer positiv. Im Training, in jedem Training war sie positiv. Und ich glaube, heute hat jeder Einzelne alles auf dem Eis gelassen. Iserlohn verliert zum zweiten Mal in Folge. Und für die Krefeld-Pinguine steht der erste Saisonsieg zu Buche. Die Roosters verlieren zu Hause mit 3:6 gegen Krefeld. Alle Spiele der Penny DEL live. Nur bei Magenta Sport.